Und da geht's noch weiter. Meine Fresse. Ist das ein Aufzug oder sowas? Komm. Er will irgendwie nicht. Kommt er nicht, oder? Achso, ja, genau. Aber irgendwie funktioniert. Achso, er kommt erst. Verstehe. Nicht so ungeduldig sein. So, Level 1, Level 2. Was sind wir? Wir sind Level. Keine Ahnung, was sind wir für ein Level? 16? Okay, wir sind Level 16, da geht's Level 2. Huch! Was? Erdbeben! Nee, Spaß beiseite. So, komm. Ah, da geht's aber weit. Hoch. So. Ist hier noch irgendwas? Okay. Kann man das benutzen? Nö. Okay, jetzt nach Hangar wahrscheinlich. Geil. So ein Nebenhanger. Das ist fett. Das schauen wir uns aber dann gleich nochmal an. Ich will jetzt erstmal schauen, was hier noch alles ist. Geil. Wie geht das Ding auf? Gar nicht. Aber das gefällt mir. Also bis jetzt ist die Map, was dann Arbeit drin steckt. So, man kann doch hier auf die Treppe hochgehen, habe ich gesehen. Machen wir mal schnell, es geht glaube ich schneller, als mit dem verfluchten Aufzug zu fahren. Was da an Arbeit drin steckt. Na, ist doch ganz schön weit. Hier ist Ebene 1. Aber in der Ebene 1 ist gar nichts, ach doch hier. Wow, nice. Ausguck. Und hier wird dann wahrscheinlich. Genau, hier wird es nach unten gehen, aber jetzt werden wir nicht öffnen können. So. Und hier ist eben dieser Hangar. Jetzt schauen wir mal, ob man hier diesen Hangar, wo man einen von den Hangars auch verwenden kann. Nö. Naja, okay. Dann würde man sagen, immer wieder. Ist richtig geil. Doch, gefällt mir. Dann gehen wir hier wieder runter. Autsch. So, ja doch, das. Also bis jetzt richtig geil. Was dann Arbeit vor allem drin steckt. Das ist schon richtig gut. Aber sie haben eben mal eine Iris, glaube ich. Ich glaube, hier haben sie nicht mal eine Iris. So. Gamma Side war das jetzt, glaube ich. Jetzt kommt P3X. Was dann Arbeit drin steckt, Leute. Normal könnte man doch dafür, was weiß ich, 15 Euro verlangen für seine Map. Okay. Sieht geil aus. Okay. Sieht geil aus. Gibt's hier irgendwas? Schau mal. Vielleicht ist hier irgendwas versteckt. Ja, hier, ein Transporter. Aber der. Ja, wir haben kein Anwaltgerät. Ja, aber richtig geil. Vor allem, was die Grafik noch hergibt, gell? Glaubt man gar nicht. Was diese Half-Life Engine, also diese Source Engine noch alles hergibt. Sieht doch richtig gut aus. Richtig gut. Besser wie Call of Duty. Ja, wirklich. Na, okay, hier. Ist zwar ein bisschen komisch, aber
Das sieht einfach, der Rasenfall sieht doch geil aus. Da kann man überhaupt nicht meckern an der Grafik. An dieser Half-Life 2 Engine. So, drei Planeten noch. So. Und das ist jetzt dann der Alpha-Stützpunkt, oder also der andere Stützpunkt, glaube ich. Aber schau mal, das ist einfach geil. Hier wieder DHD, genau. Aber die funktionieren, glaube ich, nicht. Die schauen auch richtig geil aus. Sogar die sind richtig detailliert. Hier meine 90 wieder. Das ist schon geil. Ja, doch, das gefällt mir richtig gut. Was dann Arbeit drin steckt, ich kann es nur oft genug wiederholen. Geht's hier irgendwo hin? Ja. Hier. Okay, ist dann so ein Labormäßig. Mit diesen Sternenkarten, die es früher immer noch, also in den früheren oder in den ersten Folgen immer noch zu sehen gab. Und hier das gleiche eigentlich nochmal. Ja, doch, gefällt. Und was dann Arbeit drin steckt. Normal könnte man sich da ewig aufhalten. Könnte man sich da über 20 Folgen lang aufhalten. Okay, jetzt nochmal so ein Überwachungsding, aber diesmal keine Knöpfe. Diesmal einfach nur eine Tür. Ah, hier ist noch einer, okay. Okay, alle Türen müssen natürlich nicht aufgehen. So, und was ist hier? Okay, ein Hangar. Ja, da will ich jetzt mal rausfliegen. Wenn ich weiß, wie die aufgeht. Okay, hier. Boah, geil. Komm, da fliegen wir jetzt einfach mal mit dem Jumper raus. Schiffe. Komm. So, zumachen, Tür zumachen. Und ja, ich fliege eigentlich immer gerne in dieser Cockpit-Perspektive. Ja, hier ein bisschen wenig, aber der Berg hier ist schon richtig geil. Und es sieht auch in echt so aus. Das ist voll geil. Da gibt es auch die Icarus-Basis, das ist ja mal geil. Ja doch, das ist einfach geil. Eigentlich ist es die Landebahn oder die Startbahn für die F303 oder 2. Ich glaube 302er. Und da müssen wir mal schnell schauen. 302er gleich, weil 303er wären die großen Raumschiffe, glaube ich. Schauen wir ja 302er. F302er, F303er wären dann zum Beispiel die Prometheus. Okay, jetzt eine F304. Okay. So, wie geht's jetzt da wieder raus? Ich glaube hier. Okay, dann wählen wir wieder den Spawn an. Zwei Planeten gibt's ja noch. Auf unserer Liste. So. Ja, einfach richtig geil. Also, wie gesagt, wenn ihr Garry's Mod habt, downloaden die Map. Gibt's auf Steam, als Steam Workshop ist es, glaube ich. Einfach nur den Beitrag abonnieren, dann wird es beim nächsten Steam-Start beim nächsten Garry's Mod-Start eh runtergeladen automatisch. Ihr braucht also nichts tun. Geil! Also das hätte ich jetzt nicht erwartet. Fett. Geil. Oh, da kommt Feeling raus. Hoch, da kommt ein richtiges Stargate-Feeling hoch. Boah, wie geil. Was kann man hier machen? Man kann es so schlecht lesen. Open Door. Okay, das da. Closed Door wahrscheinlich. Geil. Und dann hier. Geil, sogar mit Alarm. Open Door C3L. Geil, sogar das kann man zumachen. Geil. Das ist das da.
Ach, wie geil, wie geil. Da haben sie, weil eigentlich gibt es ja den Cheyenne Mountain Komplex, also da wo wir jetzt drin sind, den gibt es ja in echt wirklich. Und am meisten ist es eine Raketenabschussbasis gewesen. Oder, ja, ist es glaube ich immer noch. Und in der Serie haben sie durch dieses Tor das Stargate reingebracht. Haben sich viele gefragt, wie dieses Teil hier eigentlich reinkommt. So. Gut, und was haben wir hier noch? Top Lights. Geil. Und hier haben wir dann noch die da. Richtig geil. Geht's den Exit auch? Ach, wie geil. Wie geil. So, hier, von hier sind wir gekommen, glaube ich, oder? Ja. Gehen wir einfach hier mal weiter. Da ist zu. Okay, wir müssen natürlich wieder in der richtigen Waffe rein. So wie sie es natürlich gehört. So, genau, hier war der Ausgang eben. Sogar Toiletten gibt's. Wie geil. Und sogar richtig dreckige Toiletten. Wie geil, wie geil. Und da sogar richtige Leitungen, alles so detailliert. Sogar diese Türen. Diese Schutztüren kann man zumachen. Wie geil. Richtig gut. Was ist hier? Das Munitionslager. Keine Munition für uns. Wir machen natürlich wieder die Türen zu. So. Was ist hier? Zu, okay. Auch zu. So. Hier kommen wir den. Okay, das geht nicht. Exit geht auch nicht. Dann gehen wir jetzt mal da weiter. Das ist ein Aufzug wahrscheinlich. Ja, und das auch. Okay, dann geht es hier wieder hoch, genau. Das weiß ich, das habe ich in Minecraft auch. Also diesen Teil habe ich in Minecraft auch nachgebaut hier. Stimmt, stimmt. Und da müsste es dann wieder in den Gate-Raum gehen. Genau. Ah, ich kenne mich schon so langsam aus in diesem Stargate Center. Vor allem wegen Minecraft. Weil ich es ja da auch nachgebaut habe. Das ist hier, hier wird. Ja, genau. So, schnell gehen, dass wir nicht eingesperrt werden. Genau, und hier haben wir wieder die Knöpfe. Genau. Doch. Also mittlerweile kenne ich mich auch im Cheyenne Mountain ein bisschen aus. Also, in dem Stargate Cheyenne Mountain. So, was haben wir hier? Okay. Wow, das ist einfach riesig. Einfach riesig. Die Tür kann man nicht zumachen, aufmachen. Die da wahrscheinlich auch nicht. Sind normal auch Aufzüge wahrscheinlich. So, und hier kann man auch aufmachen. Und hier ist die Selbstzerstörung. Geil. Geil, geil, geil. Ja, da machen wir natürlich wieder zu. Braucht keiner rein. Boah, wie geil. So. So. Kann man eigentlich da lang gehen, oder? So, und hier ist sogar die Notausstiegsluke. Oder Notausgang. So, hier müssen wir doch wieder reingehen. Genau, ins Target Center. Schau mal. Wenn ich jetzt richtig liege, müsste man hier rauf gehen. Hier rum. Und da müsste dann der Aufzug sein. Und jetzt warten wir mal wirklich. Schauen wir mal, welcher schneller kommt. Wie geil. Okay, der da kommt schneller. So, Level 28, Level 27. So. Department of the Air Force, United States of America. Geil. So, das ist keine Tür, das auch nicht. Hier hängt ein Bild. Das ist dann Hammonds Büro, war es früher. Das hat er viele. Das ist mal rotes Telefon. Jetzt ist es kaputt. Das hat er viele, oder mehrere Kommandanten geben. Sogar Colonel Jack O'Neill war ja mal einer. Der Chef. Der Chef, nicht Chef.
von einem Chef. So, was haben wir hier? Okay, irgendwelche Informationen. Ja, das ist doch einfach geil. Hier den Tisch. Hier sitzt immer der Kommandant. Hier sitzt meistens...